Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Enderal. In der letzten Folge sind wir ja noch bis hier gekommen und dort oben und da haben uns ja noch insgesamt 4 Schurken angegriffen. Wie ihr seht, hatte ich die auch gelootet, aber ich kann halt einfach nichts mehr schleppen, deswegen liegt der ganze Kram jetzt hier, den hier oben, den habe ich schon gar nicht mehr auseinandergenommen quasi. Und ich habe mir jetzt überlegt, also einmal als erstes lösen wir jetzt erstmal ein paar Erinnerungspunkte ein. Habe ich ja schon länger jetzt von erzählt. Ich habe mir das jetzt überlegt. Wir werden einen Punkt hier investieren. Dann werden wir werden das mit dem Phasmalist machen. Startet Einführung in den Phasmalismus. Netz der Seelen einsetzen, um eine Seele zu finden und zu sammeln. Genau, weil das hatte ich ja schon öfters gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, wie viele Seelen man hier quasi im ersten Gebiet schon findet und nicht, dass man dann halt, ja, quasi die schon verpasst. Seelenschmied, was ist das denn? Ihr könnt Talismane mit Stufe 1 Seelen am Phasmalistentisch herstellen. Ah, okay, dann braucht man noch so eine Talismane. Ja, und jetzt müssten wir noch einen übrig haben. Psionik und Entropiezauber. Ja, die haben wir ja bisher noch nicht benutzt. Also wie gesagt, Lykanthrop, das ist nicht so... Ist nicht so meine Welt hier. Ja, dann würde ich sagen, belasse ich das dabei. Ich glaube, einen haben wir jetzt noch übrig. Genau, wir können mal im Heldenmenü gucken. Oh nee, ich habe sogar noch 2. Okay, alles klar. Ja gut, dann muss ich mir da nochmal Gedanken drüber machen. Klasse, Elementarisse, Phasmalist, dann hat sich direkt geändert. Und so, Plan für heute ist es quasi, dass ich jetzt auf schnellstem Wege hier rüber gehe. In der Hoffnung, dass hier, wo steht, mit Jeros Jugendfreund Alfred sprechen, dass da eine Stadt ist, wo ich zeuglos werden kann. Es hat einfach keinen Sinn, hier auch weiterzugehen, weil... Ihr seht das ja. Oh! Alter! Diese scheiß Drecksviecher, ey. Schön aus dem Hinterhalt, ey. Die räudigen Lumpen, die, ey. Mein Flammstab hatte ich irgendwie gar nicht ausgerüstet. Warum auch immer. So, was haben wir denn noch, was wir so fressen können? Kürbis. So, also wie gesagt, ich will jetzt erstmal auf direktem Wege, ohne jetzt großartig hier abzubiegen. Sei denn, ich höre was. Eine Windwurz. Ich weiß auch, wo die ist. Ich habe die gerade schon gesehen. Ja, wie gesagt, ohne größere Umwege. Erstmal zu der Stadt in der Hoffnung, dass es da Händler gibt oder... Da! Irgendetwas wie eine sichere Truhe oder dergleichen, dass ich da echt mal Zeug los werde, weil es... Das hat einfach kein... Alter, wie viele denn jetzt hier, ey? Mich erschrocken, ey.
Diese Scheißbiester, ey. Ja, wie gesagt, in der Hoffnung, dass es da... Boah, guck mal. Noch eine. Und Quarz. Ich mich doch nicht verhört. Das ist relativ leise auf dem Ohr. Da ist auch noch was. Hier nochmal schnell. Verdächtige Erdhaufen. So, so. Na, dann nehmen wir den noch mit. Ja, dass ich da halt erstmal... Kann ich das alles nehmen? Ja, das müsste passen. Dass ich da erstmal, wie gesagt, den ganzen Kram loswerde. Oder dass es da in der Hoffnung, dass es da sowas wie eine sichere Truhe oder dergleichen gibt. Und dann, ja. Dem ist nichts mehr los. Und dann sehen wir weiter, dann werde ich zurückkehren. Dann können wir das auch alles mit bisschen mehr Ruhe machen, weil ich habe jetzt die ganze Zeit immer dieses Gewichtsproblem. Und... Das fängt halt an zunehmend zu nerven und auch so ein bisschen ich gehe bewusst dran vorbei. Ich will mich ja nicht aufhalten. Ja. Genau. Da waren nämlich, glaube ich, auch wieder Köter. Muss ja nicht sein. Das sieht doch vielversprechend aus hier. Ist das eine Siedlung? Das könnte sein, ne? Das ist geil, das ist geil. Leute, das war gar nicht so weit. Hey, du da. Ja, genau, du. Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Zieh Leine, Kleiner. Nein, so freundlich sind wir. Was meinst du? Naja, ich hab was gefunden, was richtig Tolles. Aber allein komme ich damit nicht weiter. Ich brauche die Hilfe von jemand Großem und Starkem. Wie wär's also? Ich zeige dir, was ich meine, und du versprichst mir dafür dann, dass du mir damit hilfst. Was sagst du? Was ist denn damit? Das zeige ich dir gleich, aber erst musst du mir versprechen, dass du hilfst. Komm schon, sei kein Frosch. Witzig. Das würde ich gerne fragen, aber dann habe ich Angst, dass er mich unsympathisch findet. Gefährlich? Ich weiß nicht. Dann wärst du doch nicht so nah an Flussheim und den Gardisten, oder? Außerdem dürfen Papa und die anderen nichts davon wissen, sonst klappt die Überraschung nicht mehr. Okay, Leute, das ist Flussheim hier, so heißt der Ort. Na schön. Ach, klasse! Ich wusste, dass du ja sagen würdest. Komm mit! Ja gut, dann müssen wir mit dem erstmal kurz mitgehen. Flussheim, Mareks Hof entdeckt. Wie witzig. Greift der mich an? Nee. Er ist aber auch schon ein bisschen runtergekommen aus der Hund, ne? Na, dann zeig mal her. Sodala, schau, das hier habe ich gestern beim Krabbensuchen gefunden. Toll, oder? Ich glaube, er meint die Truhe. Eine Büchse? Ja,
Und weißt du was? Wenn man sie schüttelt, hört man so ein Klimpern, wie als wenn da Münzen drin wären. Alles, was wir also tun müssen, ist sie aufbrechen und dann können wir uns die Beute teilen. Und ich könnte Papa das Geld für den Spitzbartmann geben. Also, was meinst du? Kriegst du sie auf? Ich hab's schon versucht, aber die ist richtig feste zu. Spitzbartmann? Ja, das interessiert mich. Dieser eine Kerl aus der großen Stadt, der immer kurz vor Mondwende kommt und Geld von den Leuten will. Janka oder so nennt Papa ihn immer, glaube ich. So ein scheiß Schutzgelderpresser oder was ist das für ein Schurke, Alter? Den machen wir mal gleich. Den habe ich schon mal auf meiner Liste hier. Den habe ich mir vorgemerkt. Wenn das ein Schurke ist, muss der weg. Junker, meinst du, schuldet dein Vater diesem Junker Geld? Ich glaube schon, ja. Er versucht immer so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber ich bin ja nicht blöd. Vielleicht sind in der Büchse ja genug Groschen drin, damit Papa den Kerl bezahlen kann. Okay, na gut, lass mich mal versuchen. Klar. Silas Geheimnis nachgehen, die verrostete Schatulle öffnen. Rostiges Kästchen. Egal, was ihr versucht. Ich hab gedacht, die kann man mit dem Dietrich öffnen. Scheiße, Leute. Egal, was ihr versucht, das Schloss gibt kein Stück nach. Ja. Ja, da bin ich jetzt auch erstmal überfragt. Was es damit auf sich hat. Ja, dann gucken wir doch mal in unserem Journal, ne? Die verrostete Schatulle öffnen. Silas zeigte mir eine Art Schatulle, die wohl von den Wellen am Strand nahe Flussheim angespült wurde. Einführung in den Phasmalismus, stimmt, das haben wir auch noch gekriegt. Mit meinen neuen Fähigkeiten kann ich nun Seelen finden und einsammeln. Ich sollte mich auf die Suche nach ihnen begeben. Das ist jetzt aber Fokus, ne? Wie aktiviere ich denn das andere? Ach ja, stimmt. Da muss ich hier quasi das wählen. Und glaube ich, probieren das gleich mal. Ja, das ist diese andere Fähigkeit. Und dann werden die wohl irgendwie sichtbar. Die Seelen denn, wenn hier welche sind. Okay, was machen wir denn mit der Schatulle, Alter? Muss ich da... Ich habe auch kein Schwert oder so zum Draufprügeln, glaube ich, ne? Nee. Diese Person ist beschäftigt. Ja, scheiße. Leute. Da glaube ich, brauche ich irgendwie ein Schwert oder so. Der rennt mir jetzt natürlich die ganze Zeit hinterher, ne? Das ist ultra scheiße. Ja, aber mit Magie werde ich da nix. Ja, das war's. Oh doch. Schauen wir mal. Okay. Durchsuchen. Ja, der macht auf. Ach nee, was soll das denn? Was ist los? Das sind keine Groschen. Das sind irgendwelche komischen Teile und ein Stück Papier. Hier, guck's dir selbst an. Alte Notiz lesen. Wo ist die Notiz denn? Ist die jetzt bei mir im Inventar oder wie? Erhaben, stolz und voller Kraft, so weit er denn für Tag und Nacht. So weilt er denn für Tag und Nacht. Er spendet Segen in der Not, auf unserem Pfad bis in den Tod. Und? Hast du was? Sieht mir nach einer Art
Gedicht aus. Ein ich weiß Gedicht? Nicht. Hm. Was, wenn das ein... Wie heißt das? Ein Rätsel ist. Lies mal vor, was steht da genau? Segen in der Not. Das... Hm. Ach, Menno. Wieso müsst ihr Großen immer so umständlich reden? Wobei, der Pater spricht doch immer was von Segen bei den Messen. Vielleicht meint der Schreiber damit den Schrein. Schnell, geh nachschauen. Ich muss zurück zum Hof und die Leoren füttern. Sag mir dann aber unbedingt Bescheid, wenn du was gefunden hast. Den im Gedicht beschriebenen Ort finden, was? Uiuiui, das wird aber schwierig. Schrein, da oben ist irgendwie sowas wie ein Schrein, das könnte das vielleicht sein. Ja, du frag mal nach, wie viel... Schrein? Schnell, geh nachschauen. Ja, mach ich gleich, du. Aber du kannst mir noch mal sagen, wie viel Groschen dein Vater braucht. Wenn das nicht so viel ist, gebe ich dir das. So, jetzt ist aber... Ich gehe da gleich gucken beim Schrein, mein Kind. Warte einen Moment, ich muss nur kurz was erledigen. Ey, grüß dich. Marek Sichelschlacht, das ist bestimmt sein Vater. Stand doch irgendwas von Mareks Hof oder so, ne? Da geht's nach Ark. Hallo. Ulmer Sonnenstein. Was ist das hier, eine Taverne? Zur betrunkenen Biene. Ich fasse es nicht. Baldriswurzel habe ich auch noch nie gefunden. Hier gibt es hier irgendwo sowas wie einen Markt. Alfried Flussheim entdeckt. Das ist dieser Alfried aus der Quest von Jesper. Der ist auch hier. Und wir haben Flussheim entdeckt, Leute. Ich brauche jetzt mal hier einen Händler. Ich kann sonst hier nicht weitermachen. Hier, das sieht doch gut aus. Mitumial Gerbesmann. Jutta Gerbes, das sind Händler, Leute. Anschlagbrett, ja, ja. Geil. Was? Ja, ja. Vorratskist. Medam. Anschlagbrett. Ist ja geil. Der gibt ja Kopfgeldaufträge, oder wie ist das? Hier, das sieht doch... Leute, geil. Schreitet wohl, ey, gepriesen sei Malfas. Das, so was sagen die bestimmt auch noch. Ich warte noch drauf. Schreitet wohl, sagen sie ja wirklich, aber gepriesen sei Malfas oder so, der irgendwie, was weiß ich. Oh, geil, Leute, eine sichere Truhe, endlich. Oh. Ihr habt eine sichere Truhe gefunden. Gegenstände, die ihr in sicheren Truhen ablegt, können nicht verloren gehen oder gestohlen werden. Ihr findet in jeder Siedlung und an Myradentürmen sichere Truhen. Alle Truhen teilen sich dasselbe Inventar. Geil, Leute. Endlich. Endlich. Oh. So. Und hier werde ich jetzt erstmal meinen hier erstmal frönen. Ich lege das erstmal alles ab hier. Goldener Kelch. Ja, sowas werde ich auch erstmal ablegen, weil damit weiß ich noch nicht, was das damit auf sich hat. Auch so Lederstreifen und so. Oh, und ja, die ganzen Metallstücke hier. Endlich bin ich die los, ey. Was ein Segen, ey. Geil, Leute. Geil. Oh, die ganzen Notizen auch endlich. Die Bücher weg.
Ja, die haben kein Gewicht. Ich weiß auch nicht, ob man die mit, also behalten muss. Weil es gibt ja mit diese Alchemietische und das sind ja Rezepte und nicht, dass man die dann nachher dann quasi nicht mehr machen kann. Ja, Zutaten kann ich eigentlich alle ablegen, weil, ach, das hatte ich euch noch gar nicht erzählt. Ich hatte ja an dem Alchemistentisch da, an diesem Alchemietisch noch versucht, was zu brauen, aber da stand überall unbekannt, unbekannt, unbekannt und dann habe ich einfach irgendwas zusammengebraut und dann ist die Mischung, ist dann fehlgeschlagen und dann wurden die Zutaten aber trotzdem entfernt. Also, das heißt, bevor man da noch kein Wissen so richtig irgendwie, erlangt hat, kann man da quasi nichts so richtig mitmachen. Oh, geil, Leute. Das ist gerade so befreiend. Ja, hier das Gesellebuch. Kann ich auch ablegen. Ach, guck mal, hier hatten wir noch zwei gesammelt. Ja, die werde ich mal behalten, weil das ist nicht schlecht. Die Tränke, ja, die müsste ich dann eigentlich mal irgendwie einsetzen, ne? Wir können ja hier mal auf Lebenspunkte gehen. Ich glaube, das ist aktuell noch ein bisschen wichtiger für uns. Oh, Leute, jetzt der magische Moment. 81 nur noch. Ah, herrlich, herrlich. Haben wir den Rucksack noch? Ja. Oh, sehr geil. Hier muss ich erstmal einen richtigen Safe machen. Schön. Und hier, das sind alles... Ja. Stehlen? Wieso denn stehlen? Das sind alles Händler. Geil, Leute. Geil, wir haben Flussheim entdeckt. Hier gibt es so viel zu gucken. Da scheint auch noch so eine Kirche zu sein. Da drüben ist wohl so eine Alchemie- und Magierhändlerin. Guck mal, hier kann man auch, das kann man benutzen. Das ist anscheinend auch ein Händler. Ja, das ist hier der Lederharry. Geil. Sehr cool. Ja, okay, Leute, aber ich würde sagen, ich belasse das dabei. Flussheim haben wir gefunden. Sehr cool. Aber in der nächsten Folge geht es dann auf jeden Fall wieder spannend weiter. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, hierher zu gehen. Erstmal die ganzen Sachen loszuwerden. Dann können wir nämlich wieder schön zurückwandern und dort noch ein bisschen unser Unwesen treiben. Und dann, ja, schauen wir mal, was hier so alles los ist. Ja, ja. Danke, dass ihr auf jeden Fall mit dabei wart. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ciao.